Liebe Annalena, Sie wissen ja, die Fasnacht ist christlichen Ursprungs. Und im Mittelalter wurden die Narrenfeste so um den 6. Januar, also drei König, ausgerufen. Der Vatikan hat es sogar unterstützt. Einige Päpste haben sogar Geld gesponsert, der Papst Sixtus zum Beispiel, damit die Bevölkerung noch einmal richtig feiern konnte und mal richtig essen, trinken, ich will jetzt auch fressen und saufen und oh, alles, was dazugeht. Aschermittwoch, Aschekreuz, Buße, alles war vergeben. Wir haben schöne Glaube. Und aus dieser Zeit stammt der Gott Jocus. Jocus ist lateinisch, Spaß, Freude, Jux und Dollerei. Und ich bitte jetzt um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Hier ist er, Herr Kapellmeister, bitte. Gott Jocus, bitte sehr. Alleweil seine Stohn, ich freue mich sehr, euch allzu sehr hier im Bau. Gott Jocus grüßt euch mit. Genau. Seht es, so einfach geht Fasnacht. Im Prinzip kann das jeder. Also fast jeder. Gut, sagen wir viele. Oder machen wir es kurz? Ich kann's. Apropos kurz, Herr Präsident, wie bis heute habe ich noch? Doch so viel. Ah ja, ich muss ja mal fragen. Es soll doch immer schneller gehen. Einmarsch, Musik, Vortrag, Ballettfinale, Ausmarsch. Fertig. Turbo, Fasernacht. Narre, Tai to go. Mittlerweile ist es schon so, die Nikotinflitzer, die sich draus immer der Arsch abfrieren, pro Kippe verpassen die schon fast 3 Programmpunkte. Ja. Von politisch-literarisch wollen wir es gar nicht retten. Es heißt immer, die Leute wollen nicht mehr so viel. Denke. Aber nicht mit mir. Beim Jocus wird nicht nur gelacht. Beim Jocus wird auch mitgedacht. Kurz gesagt, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Ach so, kurz, wie viel Zeit habe ich noch? Alla, da können wir ja noch ein bisschen sondieren. Für die, die es nicht wissen, sondieren, das ist ein uralter Brauch auf der Karibikinsel Jamaika. Da stelle die Leute auf ihren Balkon so viel Gartenzwerge wie möglich und lasse die 4 Wochen lang winken. Gut, jetzt für die, die besser gucken können wie denken. Sagen wir mal, das wäre ein Balkon. Und das da oben wären die Gartenzwerge. Da braucht man nicht viel Fantasie dafür. Auf, jetzt winkt mal! Also, das nennt man sondieren. Wie lang noch? Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Und ihr tut schön weiter sondieren, ja. Ja, was war das ein Zirkus mit dieser Jamaika-Sondiererei, oder? Ich hab von Anfang an gesagt, ohne die FDP und ohne die Grüne hätte es können klappen, wenn die CDU und die CSU nicht dabei gewesen wären. Ihr könnt aufhören zu denken, das war jetzt nur Blödsinn. Es wäre Zeit, dass wir mal trinken. Der erste Trinkspruch kommt vom Lindner Christian und der FDP.
Es ist besser, zu viel zu trinken, als zu wenig zu trinken. Kubicki, komm, wir gehen heim, wir sind zu schön, um hier zu sein. Der zweite Trinkspruch kommt von der geschäftsführenden Bundeskanzlerin. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anderes trinken müssten. Tutti frutti auf die Mutti. Und noch einer vom Horst und der CSU. Die Grünen sind an allen Tagen nur noch im Vollrausch zu ertragen. Lieber tot als Claudia Roth-Brust. Sondieren Sie noch. Als weiter. Sagte mal, habt ihr auch im Herbst dieses angebliche Fernsehduell gesehen? Ich auch. Offen gestanden, das war ungefähr so spannend wie 50 Meter Sackhippe im Altersheim, oder? Ich war mir irgendwann nicht mehr sicher. Guck ich jetzt gerade Wahlkampf oder guck ich gerade Bauer sucht Frau? Egal, auf der Schulze-Martin und die SPD. Wir dürfen nicht um jeden Preis trinken, wir dürfen aber auch nicht um jeden Preis nicht trinken wollen. Es grüßte Martin Diener Haller mit Kroko, Koko, Balla, Balla, Prost. Also die Sozis machen mir eben den meisten Spaß. Die Partei sagt's mit Shakespeare, GroKo oder nicht GroKo, das ist hier die Frage. Der Schulze-Martin antwortet kompromisslos mit Karl Valentin. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Und die Jusos werben mit 10 Euro gegen die GroKo. 2 Monate nein die Partei, abstimme wieder raus aus der Partei. In Fachkreisen auch bekannt als Sozen-Quickie. Darauf einen Trinkspruch. Für die 10 Euro, oi, 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 kauft lieber eiche Fläche Woi, dann sauft ihr euch mit Prost, Juche, die neue Regierung, einfach schön, Prost. Und das Komitee sondiert sich in Ekstase. Ach ja, und die Kanzlerin, wenn sie halt noch ein bisschen machen will, dann lasst sie doch. Sie hat doch sonst nichts. Kinder hat sie gehabt, Enkel hat sie gehabt, Skifahren kann sie auch nicht. Außerdem steht doch schon längst fest, wann sie aufhört. Ja, sie hat gesagt, sie eröffnet noch den Berliner Flughafen und dann ist Schluss. Wollt ihr wohl weiter sondieren? Ab sofort wird zurücksondiert. Seht ihr, so macht man das. Wie lang noch? Gut, dann trinken wir jetzt mal auf den amerikanischen Präsident. 100.000 Fässer Woi stelle mir entlang vom Roy. Und das Beste ist, ich will nicht prahlen. Wiesbaden muss das bezahlen. Was? Ich meine, Nägel mit Cap macht er ja schon, der Donald, gell? Jerusalem, zack, Hauptstadt von Israel. Wobei, der Intelligenzbolze bringt es auch fertig und erklärt Kostheim zur Hauptstadt von Costa Rica. Vorsichtshalber habe sie auf einer Reise schon die Transparente ausgehängt.
Donald, make AKK Mainz again. Und jetzt plant er sogar noch eine Mission auf dem Mond. Sofort hat der dicke Bub aus Nordkorea geplärt, wann der Donald selber mitflieht, spendier ich die Rakete. Was wären die Amis inzwischen so froh? Der Barack Obama käme noch mal zurück. Dät sich an sein Rednerpult stelle und dät sein Red beginne mit den weltberühmten Worten. Narrinen and Narrelasen. Ach ja, die Welt steht Kopf. Jetzt meinte die Leute schon, die Beate Use wäre nur deshalb pleite gegangen, weil der Trampedonner das Pariser Abkommen gekündigt hat. So ein Blödsinn. Ja, und der Boris Becker ist ja auch pleite. Das heißt natürlich, der Boris kann unmöglich ein Mainzer sein. Wenn man in Mainz Becker heißt, dann ist, wenn Gunzen nur mehr hochsagen, hat Geld zu fressen. Zeit? Gut, dann dringen wir jetzt nochmal auf den französischen Präsident. Junge Wein und alte Weiber sind die besten Zeitvertreiber. Prost. Ich meine, mit der Kanzlerin versteht er sich schon blendend, der Emmanuel, gell? Obacht, Obacht, Madame Macron, die Angela ist ein ganz Jahr jünger wie Sie. Aber sie hat es ja so gewollt, die Brigitte. Der Standesbeamte hat sie mindestens dreimal gefragt. Verstehe ich Sie richtig? Sie wolle den heiraten, nicht adoptieren. Apropos heiraten. Ist hier jemand noch nicht verheiratet? Dann aber flott, das ist jetzt Vorschrift, Ehe für alle. Für alle, Herr Parre. Gute Lothar Matthäus hat auch schon gleich rumgemotzt. Beim besten Wille. Alle, das schaffe ich nicht. Aber zu dem Thema gibt es ja endlich mal wieder gute Nachrichten aus England nach dem ganzen Brexit-Durcheinander. Der Harry tut heiraten. Gut, auf die Schnelle hat er jetzt nur was Gebrauchtes gekriegt. Aber aus erster Hand. Am 19. Mai ist es soweit. Gell, die Frau freut sich doch heute schon aufs Brautkleid von der Meghan. Und die Männer, die freuen sich natürlich heute schon wieder aufs Poppeschen von der Pippa. Ehrlich gesagt, mir ist auch das Poppeschen von der Pippa hundertmal lieber wie das Gesicht von der Camilla. Weil wir gerade beim Bobbes hier sind. Für die vielen Freunde der populistischen Fasnacht eignet sich am besten wer? Die Ultras vom Bundestag natürlich, die AfD. Der Gauland in seinem dünn schissbraunen Jack.
Und die Alice Weidel, die Frau mit dem Charme einer Aufseherin im Arbeitslager. In Rheinland-Pfalz sind die von 11% gewählt worden. Jetzt fragt man sich natürlich, wer waren die 11? Schöne Gruß vom Chef. Ihr sollt nicht immer so rumjammern, welche eure Politiker. Ihr müsst halt nehmen, was da ist. Weil ein nicht vorbestrafter, westdeutsche, christliche Hetero, der das Finanzamt nicht bescheißt, nicht schwarz schaffen lässt, weder aus Finde noch aus Wiesbaden kommt und auch noch sein Wahlversprechen inhält, tut mir leid, sowas kann ich selbst mir nicht liefern. So 4 Wochen können sich ziehen, gell? Ja, ich bin ja jetzt fertig. So, war's kurz genug? Aber eins noch, ihr Mense, wegen eurem Bibelturm. Da war ein OB im Oktober nicht clever genug. Für den Tag der deutschen Einheit ist in Mainz so viel aufgebaut worden, da wäre der Bibelturm überhaupt nicht aufgefallen. Zack, hätte er da gestanden, ohne schöne Kneipe gemacht zum Alten Testament. Und spätestens noch im 5. Halbe hätte jeder echte Mainzer einen Eid geschworen. Was? Unser Bibi, der steht schon länger wie der Dom. Als Narr halt ich den Spiegel vor, doch stets mit Spaß und mit Humor, weil allen wohl und niemand weh ist mein Motiv schon eh und je. Ich kehr zum Himmel nun zurück, wünsche euch Gesundheit und viel Glück und Frohsinn in Gott Jokus Namen in Ewigkeit. Hello und Amen. Hast du aus dem Narrenhimmel uns die Leviten gelesen. Herzlichen Dank, Helmut Schlosser! Hello. Neben einer Lesen seit vielen, vielen Jahren ist Helmut Schlosser ein Garant in unseren Sitzungen. Vollkommen egal, mit welcher Figur er hier auf der närrischen Rostra steht. Es ist immer eine Punktlandung. Lieber Helmut, herzlichen Dank auch für deine köstliche Figur in diesem Jahr. Aber wir erinnern uns auch gerne an deinen Obama zurück, an Napoleon, an Graf Kolok, an Nostradamus, an Köpenick. Also, wir können sie alle aufzählen, weil ein Vortrag immer schöner ist als der andere. Herzlichen Dank, Helmut Schlosser! Wir haben es gemerkt, er ist ein Meister seines Faches. Politischen Vortrag in der Mainzer Fasnacht, ein hervorragender Redner in der Mainzer Fasnacht und ganz besonders bei uns beide Bohnebeil. Lieber Helmut, lass dir ganz herzlich die Hand drücken und Sie, liebe Narrinnen, mal lesen, darf ich bitten, Helmut Schlosser ganz herzlich zu bedanken mit einem dreifach kräftig donnernden Hello! Applaus